Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal LS19 auf der Ebelsbach. Am Sonntagmittag. Eine wunderschöne wünsche ich euch zusammen, liebe Leute. So, wir müssen jetzt hier mal ein paar Sachen klären. Und zwar, leider habe ich etwas falsch gemacht. Und deswegen hat mir das jetzt sehr, sehr, sehr in Zugzwang gebracht. Und ich musste jetzt alles nochmal von vorne machen. Ne? Das heißt, der Umzug wäre eigentlich schon komplett gewesen von der Zweisternhof, die hiermit auch offiziell beendet wurde, die Zweisternhof, auf die Ebelsbach. Das habe ich alles fertig gehabt. Dann habe ich zwei, drei Sachen getestet. Und dann ist mir ein Satz vom AG eingefallen, den er mir geschrieben hat. Ich soll unbedingt auf dem einfachen Modus starten, um alle Tiere und so weiter zu haben. Ja, habe ich natürlich nicht gemacht. Somit habe ich, jetzt ist es 10 Uhr Sonntag früh oder morgen. Jetzt habe ich alles nochmal gemacht. Und ich habe mir gedacht, komm, bevor jetzt kein Video kommt, nehme ich euch jetzt einfach mal mit auf den kleinen Umzug, nenne ich es mal ganz professionell. Ihr seht oben den Kontostand, 999 Millionen, bleibt natürlich nicht so, ganz klar. Aber ihr werdet jetzt dabei sein, wenn ich so die Fahrzeuge so einräume hier auf dem Hof, wenn ich die Sachen wieder kaufe, die wir hatten. Ich habe mir eine Liste gemacht mit den Fahrzeugen, die wir hatten. Und ich habe aber schon, muss ich zu meiner, nee, nicht Schande, aber ich muss es einfach so sagen, ich habe eine Änderung schon vorgenommen, traktormäßig, und zwar den Lamborghini, den gibt es nicht mehr. Den Lamborghini gibt es nicht mehr, da habe ich mir für einen wunderschönen Valtra gekauft. Auf den ganz einfachen Grund, PS-Teil ist ziemlich gleich, Kosten sind ziemlich gleich, und da wir ja, oder ich zumindest von dem kleinen Valtra sehr überzeugt war, habe ich mir direkt noch den großen mitgenommen, sodass wir zwei Valtra hier haben. Wurde sich auch tatsächlich in den Zweisternhof-Folgen sehr, sehr oft gewünscht, dass es so ein bisschen mehr in die Richtung Valtra gehen soll. Habe ich jetzt hier auch gemacht. Was heißt das für euch in dieser Folge? Das heißt, wir werden ganz viel Maschinen kaufen, die wir aber schon hatten. Also das ist jetzt nichts Neues. Wir werden ganz viel hin und her schieben mit den Fahrzeugen. Wir werden Sachen einräumen am Hof, und wir werden noch Sachen besprechen zum Thema Tiere. Weil da gibt es vielleicht, wenn ihr das möchtet, auch eine Änderung. Aber da kommen wir dann später zu. So, erstmal ganz zum Anfang die Ebelsbach. Die Ebelsbach ist eine Map vom lieben Agi. Vielleicht bekannt unter anderen Maps, zum Beispiel Ebsdorfer Heide, Bindelbach, und gibt sicher noch ein paar Beispiele. Aber das sind so die, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Die Map Ebelsbach ist eine komplett neue Map in LS, im LS19, und wird in circa 2 bis 3 Wochen für euch erscheinen. Aber habe ich euch schon in der Vorstellung gesagt, ne? Also da hat sich bis jetzt nichts geändert, ich habe keine neuen Infos bekommen, deswegen halte ich jetzt einfach mal an den Infos fest, die ich habe. Nach wie vor gilt, in der Videobeschreibung ist verlinkt der YouTube-Kanal vom lieben Agi und auch ein kleiner Unterstützungslink. Wer da einen Obolus da lassen möchte, kann das sehr, sehr gerne machen. Ist nicht meine Adresse, ist alles vom Agi. Das heißt, geht 100% an den Modder. Wer den Modder unterstützen will, kann das sehr, sehr gerne machen. So, wie gesagt, 2 bis 3 Wochen wird die Map erscheinen. Ich habe die Map vorab bekommen. Agi hat gesagt, komm, guck dir mal das mal ein bisschen an und so weiter. Was ich direkt festgestellt habe, ich weiß aber nicht, ob das jetzt ein Fehler ist oder ob das einfach noch nicht fertig ist, zeige ich euch gleich, weil ich zeige euch hier alles offen und ehrlich, weil wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern wenn es Fehler gibt, dann sage ich die Fehler auch. Das hier verstehe ich nicht. Also der Zug ist prinzipiell klar, ne? Nur der hört hier auf. Ist das so ein One-Way-Ding oder habe ich was falsch gemacht? Ich weiß nicht. Also du kannst den Zug fahren, das ist kein Problem, aber hier ist halt Feierabend. Traue mich da jetzt auch gar nicht reinzufahren, aber der Zug fährt da prinzipiell automatisch rum. Aber er hat nur eine Anfangs- und Endposition. Keinen Rundkurs, sage ich mal. Ne? Das stelle ich mir halt ein bisschen schwierig vor. Da muss ich aber mit dem AG nochmal sprechen. Was, wie, wo ist das so geplant? Will der das so haben? Oder war das ein Fehler? Oder kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber das ist mir direkt aufgefallen, habe ich direkt in meine Liste aufgenommen. Genau, Hofhändler. Ich habe 2 Kurse erstellt. Händlerhof und Hofhändler. Ne? Das, glaube ich, müsste klar sein, warum ich das gemacht habe. Wir werden jetzt mal anfangen, etwas einzuräumen. Ne? Maschinell bleibt fast alles gleich. Wie gesagt, den Valtra, den habe ich mir gegönnt. Anstatt den Lamborghini. Hat jetzt keine... Wie soll ich sagen? Also ich habe jetzt nichts gegen Lamborghini, das muss man einfach so sagen. Aber ich finde halt einfach Valtra irgendwie hübscher und vielfältiger. Und ich finde Valtra einfach super, eine super Marke, deswegen habe ich mir jetzt für Valtra entschieden. Und natürlich auch noch den BG Deutz. Ne? Den haben wir auch wieder mit reingenommen, klarer Fall. Also die Mods sind identisch die gleichen. Ich habe das gesamte Mod-Package einfach rübergezogen. Das ist nicht das Problem. So, die Sämaschinen packen wir hier hin. Wir haben ja 2 Sämaschinen. Einmal für die
normalen Feldfrüchte und einmal für die Erdfrüchte, glaube ich, heißt das so. Ich bin mir nicht sicher. Aber da haben wir auf alle Fälle zweierlei. Und ja, wir haben jetzt jede Menge zum Transportieren. Aber wie gesagt, dann nehme ich euch einfach in der ersten Folge mit. Weil ihr glaubt immer, dass das irgendjemand anderer für mich macht. Nein, ich mache das immer selber. Ich schreibe da auch nichts um oder irgendwas. Ich mache das einfach per Hand. Ich nehme mir einen Zettel in die Hand. Zettel müsste eigentlich noch bekannt sein. Das ist das, wo man drauf schreiben kann. Und dann kann man das aufschreiben mit dem Kugelschreiber. Ist wirklich. Also ohne Scheiß. Funktioniert. Und dann kann man das ablesen, wenn man es wieder braucht. Ist ganz neu. Eigentlich nicht, aber kennen ganz viele schon nicht mehr von euch wahrscheinlich. Ja, und dann schreibe ich alle Maschinen raus. Ich habe mir auch den Kreditstand rausgeschrieben. Der ist jetzt wieder 540.000, genauso wie wir auf der Zweischenhof hinterlassen oder abgezogen sind, sagen wir mal so. Was ich jetzt gleich platzieren kann, sind unsere Tanks, die wir hatten. Wir hatten einmal Flüssigdünger, Kalk, genau, einen Kercher hatten wir auch. Den werde ich jetzt gleich mal platzieren. Kercher. So, ihr seht hier, das ist die Straße, geht hier hoch und dann ins Dorf runter. Den Kercher, so eine Art Waschplatz, würde ich, weiß ich nicht genau, wo platzieren. Lass ich mal gucken. Das ist ja kein Waschplatz, wie viele dachten. Das ist ja ein Dingens hier. Ein Silo, ein Fahrsilo, ne? Soll man vielleicht hier die Waschi-Waschi-Anlage machen? Geht nicht. Ach ja, weil, ja. Danke fürs Gespräch. Und zwar, ich muss natürlich noch die Sachen, genau, die habe ich jetzt schon gekauft, die Sachen. Die sind schon alle mein Eigentum. Habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Ich meine, die Sachen hängen ein bisschen zusammen. Ne? Also das kannst du nicht alles einzeln kaufen. Sachen teilweise schon, aber nicht alles. Gut. Wir sind beim Kerker geblieben. Gewesen. Wie auch immer. Kann ich hier nicht setzen. Muss ich den überall setzen Mod mit reinnehmen wahrscheinlich. Aber gut, das kann ich noch verschieben. Oder was habe ich denn hier gesehen? Oh, wir können es auch hier hinsetzen. Warum es jetzt an einer Stelle geht, fragt mich nicht. Oder wir machen das hier hin. Das ist eigentlich auch ganz hübsch. Wir können aber hier auch waschen, weißt du? Guck mal, lass uns doch hier waschen, weil da geht das alles in die Erde rein. Da müssen wir dann nicht irgendwas anderes. Wir machen das hier hin. Das passt. So, die Tanks werden vielleicht ein Problem werden. Das gucken wir uns aber gleich an. Wir hatten einmal Dünger, ne? Ich kann das hier nicht platzieren. Okay. Das heißt, ich muss diesen Place Anywhere Mod mit reinnehmen wahrscheinlich. Oder ich mache das einfach hier auf dem Feld. Hier oben ist auch kacke, weil hier ist ja was anderes geplant. Ich habe auch gar nicht so viel... Ah, hier vielleicht. Ich weiß noch nicht, was das hier sein soll. Ne? Das ist mein Problem. Nicht, dass ich hier das jetzt verbaue und dann hat es irgendeinen Sinn. Das wäre natürlich sehr, sehr schrecklich für mich. Hier ist auch doof, weil hier haben wir die ganzen Sachen, die wir machen müssen. So... Was haben wir denn noch alles? Ja, hier oben wäre genug Platz, ne? Das ist nicht das Problem. Aber hier... Hier könnte man es auch machen. Ist ein bisschen schwierig. Es ist gar nicht so einfach hier, ne? Also auf den Wiesen und so weiter hast du genug Platz. Das ist nicht das Ding. Man könnte das auch hier hin packen. Wobei ich glaube nicht, dass ein Silo... glaube nicht, dass ein Silo irgendwie auf dem Feld platziert werden sollte. Wobei ich würde sie gerne hier hin packen, weißt du, so... Muss ich mir mal Gedanken machen. Oder den Agi fragen, was ist das hier? Das ist wirklich die Frage. Was ist das hier unten? Okay, da hat aber noch Zeit. Auch hier ist eine kleine Kolonne, habe ich gehört. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen auflösen. So, warte. Das ist halt immer so ein bisschen die Problematik. Warum ist die Treppe ausgeklappt eigentlich? So. Was mir aufgefallen ist bei dieser wunderschönen Map, ist, dass sehr vieles keine Kollision hat, was ich auch tatsächlich auf dieser Map sehr, sehr gut finde, weil ich mache jetzt nur ein Beispiel, ne? Nur ein Beispiel für euch. Das hier hat keine Kollision. Das kann es aber auch nicht haben, weil, ich sage euch ganz ehrlich, ne? Zum Beispiel mit einigermaßen, das sind jetzt nicht die größten Maschinen, das wissen wir. Aber zum Beispiel schaffst du das gar nicht, hier den Container aufzuladen, ohne irgendwo reinzuballern. Weißt du, wie sollst du den Container hier aufladen? Das geht gar nicht. Deswegen hat der Agi wahrscheinlich beabsichtigt, auch hier zum Beispiel die Kollision rausgelassen. Nicht überall, also die Bäume zum Beispiel haben natürlich alle Kollisionen, klar. Aber es gibt so zwei, drei Sachen, da wo die Kollision rausgenommen wurde, was ich auch absolut verständlich und akzeptabel finde. Jetzt haben wir hier so einen kleinen Stau hervorgerufen, ne? Wie gesagt, der Valtra ist eben getauscht worden, oder ist gekommen für den Lamborghini, aber ich glaube, das ist auch eine Entscheidung, die... LOL. Die sich schon einige gewünscht haben, ne? So, wir könnten vorne noch was dran kuppeln. Es ist halt alles sehr, sehr eng hier. Wobei, man muss dazu sagen, das macht auch, ist das so ein bisschen
hat auch seinen Reiz, weil du musst halt einfach gucken, was du machst, ne? Du kannst nicht einfach darauf losballern und das wird schon irgendwie gut gehen. Nee, du musst das echt im Auge behalten. So, aber noch eine andere Sache zu dem Thema Tieren und da könnt ihr jetzt entscheiden. Wir hatten 8 Pferde und 53 Schweine, die hatten wir. Es ist jetzt so auf dieser Map, dass Pferde, glaube ich, habe ich nicht gefunden. Muss ich ehrlich sagen, Pferde habe ich nicht gefunden. Was wir hier haben, sind Schafe. Wobei, den Schafstall, den musst du dann wahrscheinlich immer mitkaufen. Ne? Und dann haben wir noch hier oben haben wir die, wo waren die Schweine. Genau, die BGA-Schweine oder Schweinehof BGA heißt das hier. Da können wir uns mal ganz kurz angucken gehen. Das ist halt fast so ein vollwertiger Hof noch. Ne? Das heißt, du musst das eigentlich kaufen hier oben. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir sagen, hey, wir nehmen die Schweine, nehmen wir mit, wie gehabt, und statt den Pferden machen wir Kühe oder wir machen nur Kühe, weil Kühe hätten wir schon direkt am Hof, einen Kuhstall, da hätte auch Bock. Also schreibt mir da gerne mal euer Feedback in die Kommentare, wie wir mit dem Thema Tiere umgehen sollen, weil das weiß ich einfach noch nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn wir es weiterführen wie bisher, gar kein Problem, aber trotzdem wollte ich euch einfach mal fragen, wo die Reise hingehen soll, was ihr euch wünscht, ne? Weil momentan ist es so, wir können es jetzt noch entscheiden und bestimmen. Also es muss nicht, es ist nicht alles in Stein gemeißelt, so würde ich es gerade formulieren. So, kannst du da reinfahren, Herr Kollege? Steckt den Verkehr fest, das ist nicht gut für uns. Warte, wir drehen hier mal ganz geschwind um auf Nachbars Grundstück. Moin. Ja, natürlich, der kleine Walter ist auch wieder dabei, klar. Und das ist immer so ein bisschen hektisch, dieses Umziehen, aber es geht halt nicht anders, ne? So, da sagen wir jetzt Händlerhof. Dann fahren wir da hinten mal kurz vorbei. Geht da gerade jemand über die Straße? Nee, der geht vorbei, okay. So, weißt du, weil dann kann der schon mal wieder abziehen. Läuft. Dann nehmen wir meinetwegen den Deutzi-Deutz. Und werden mal gucken, welche Maschine wir dem mitgeben. Ah. Gar nicht so einfach hier, ne? Gar nicht so einfach. Aber das ist halt eben so. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt keine Folge bringe, nehme ich euch lieber sowas mit. Weil es immer noch zwei, drei Sachen gibt, die zu entscheiden sind. Das habe ich euch jetzt schon gesagt. Und ja, dann gucken wir mal, was da in den Kommentaren steht. Seid einfach fleißig mit dem Kommentaren schreiben. Weil dann braucht sich auch keiner beschweren. Oh, ich hätte mir lieber das vorgestellt. Weil, ne? Jetzt habt ihr die Chance dazu. So, kommen wir hier vorne rum. Das ist so eine Frage, die muss ich mir jetzt stellen. Oh. Also ihr seht, es ist alles sehr, sehr eng hier, ne? Also mit größeren Gerätchen hast du hier schon ein Problemchen. Aber jetzt nichts Weltbewegendes, wirklich nichts. So, einmal hier rum. Warte, du musst einfach den Stopp. Okay. So, perfekt. Das Ganze sieht auch sehr, sehr hübsch von innen aus. Wir machen das mal hoch und so runter. Perfekt. Weil dann haben wir nicht so eine wahnsinnige Länge. Jetzt haben wir hier Händlerhof. Der müsste hier vorbeigehen, ist das richtig? Yes. Das Problem ist halt, ich habe halt die gleiche Straße genommen zum Hinfahren und zum Hin- und Herfahren. Also ist ja leider, ja, nicht ganz gut gewählt, aber mein Gott. Den hier muss ich noch verschieben. Der ist angekommen. Hallo, Entschuldigung, danke. Wir werden jetzt erstmal noch die zweite Seemaschine mitnehmen, weil die kleinen Sachen, die kann auch der Waldrad ziehen, weißt du? Sag mal, wieso laufen hier so viele Leute rum? Das ist ja nicht mehr normal. So, der Drescher braucht da vorne noch sein Maisgebiss, deswegen steht hier der Drescher. So. Ja, und wegen den Tanks, da muss ich entweder den Agi nochmal fragen, ob ich die im Hof nicht platzieren darf oder was das andere Dingens da unten bedeutet. Aber das finde ich raus. Bis morgen finde ich das alles raus. Wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr euch wünscht, organisiere ich derweil ein, zwei Sachen und bringe ein, zwei Sachen in, wie soll ich sagen, in Erfahrung. Und dann guckt man später mal weiter, ne? So. Das hat auch funktioniert. Der Drescher, da komme ich jetzt nicht hin. Da müssen wir noch einen Moment warten. So, der Waldra ist aber schon mal hier. Was hast du mitgenommen, Kollege? Das Wasserfass. Das Wasserfass würde ich jetzt einfach mal vorne auf diesen Sockel raufstellen, weil ich glaube, da passt ganz gut hin. So, weißt du, das kann auch hier so stehen bleiben, weil ich glaube, das ist das Aluminium, das ist komplett egal, wenn das nass wird. Das rostet auch nicht so doll, ne? So, da kommt schon der nächste Traktor. Das heißt, wir müssen hier mal ganz kurz die Straße einfach sperren. Da ist er schon, der Waldra, ne? Wunderschönes Gerät, da gibt's ja nichts. So, der Löschen. Kollege, hast du gut gemacht? Übernehme ich hier, danke. Warte, so. Und zwar fahren wir hier nochmal runter und ich habe mein Containerlager, ne, nicht offiziell, aber
Das Containerlager habe ich hier unten gemacht. Da steht auch schon der eine rote Container. Diese Mulde, glaube ich, heißt richtig. So, den Frontrader werden wir dann auch hier lassen. Da habe ich so ein kleines Regal bekommen. Habe ich auch schon teilweise ein bisschen bestückt. Also ich habe schon was gemacht, so ist nicht. Und wenn wir eben alle Maschinen dann gekauft haben, es fehlen ja noch Maschinen, ne? Ich habe noch eine ganze Litanei hier. Das Lelly-Schmetterling fehlt, der Zetter, der Schwader fehlt. Also es fehlt schon noch einiges. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es bis morgen machen. Und wenn ihr eine Entscheidung mit den Tieren getroffen habt, dann ist es auch bis morgen gemacht. Jetzt habe ich aber genug gelabert, jetzt muss hochgeladen werden. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, der kann gerne einen Daumen nach oben da lassen und fleißig in die Kommentare hauen. Und dann haben wir morgen ein schönes Ergebnis. Bis morgen, macht es gut. Ciao, ciao.